Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Unileben und die liebe Nadja. Die muss ich jetzt richtig ranhalten, weil sie nur noch einen Tag hat, glaube ich. Also zwei Tage. Und sie hat noch nicht ihre Abschlussarbeit eingereicht, hat noch nicht so viele Hausaufgaben gemacht und gelernt für die Prüfung, die wir heute haben, auch noch nicht. Aber mit dem Schlafersatz haben wir sie jetzt erstmal ein bisschen aufgepäppelt, damit sie halt diese Arbeit jetzt auch über Nacht hier erledigen kann. Der Rest von der Family, der ist am Schlafen und ja, ist da auch eigentlich, glaube ich, ganz entspannt. Was ist jetzt los mit Marki? Nee, was soll denn das? Warum bist du jetzt wach? Nee, du brauchst nicht fremde Leute. Dings. Geh mal ein bisschen was stapeln. Und wessen Hausaufgaben sind das? Also irgendwie seid ihr doch ganz... Und wer ist denn die hier? Nee, Leute, ihr kommt hier nicht rein. Das könnt ihr euch ab... Nein! Ich hab Nein gesagt. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum kommen die Leute denn hier hin? Habe ich hier irgendwie ein Merkmal? Das heißt, oh, kommt her, hier, Lernort. Nö, eigentlich habe ich hier nichts, was jetzt groß die Leute... Ja, würdest du jetzt bitte nach Hause gehen? Ich will nicht mit dir reden. Was verstehst du an Nein nicht? Also, ich weiß nicht. Es geht mir schon arg auf den Sack. Und es hält auch... Du brauchst dich nicht auf mein Bett zu setzen. Nee. Also... Nee. Was ist jetzt? Warum bist du angespannt? Du wirst die jetzt noch einreichen. Den Scheiß kriegst du noch hin. Madame. So, ich denke mal, wer steht denn auf? Du kannst ja mal aufstehen. So, dann wach, also du hörst jetzt mal auf, dann können wir die Kleine vielleicht mal trösten und dann vielleicht mal waschen. Natürlich. So, das war's jetzt schon mit Waschen. Das hat ja wirklich jetzt was gebracht, ne? Du brauchst das nicht zertrümmern, weil sonst kriegst du eine drauf, ne? So, manchmal. So, jetzt wird die Kleine nämlich mal gebadet. Es bringt ja anscheinend doch nichts, ne? Dieses Waschen. Kannst du mal stehen bleiben? Meine Fresse. Also, sowas geht mir irgendwie auf den Sack, ne? Und du läufst an deiner Tochter auch vorbei. Na gut, trefft ihr euch halt unten. Ja, was ist jetzt hier schon wieder? Bewältigung der Aggression. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mach Sport. Und lass mich einfach in Ruhe, okay? Die werden wir ersetzen.
Dann kannst du dir mal Reste nehmen. Meine Güte, warum seid ihr denn immer so sch schwer zu dingsen? So. Kannst du jetzt mal hier runterkommen? Und warum hat die denn immer noch diesen Scheiß hier? Hähnchenspieß essen. Da ist noch nicht mal was davon im Inventar. So, mein Lieber. Könntest du vielleicht jetzt mal deine Tochter baden? Wäre das vielleicht mal eine Idee? Ich sagte baden. Syllabok? Yanka! Ah, Kangaroo! Ah. Und warum bist du jetzt traurig? Verstand. Nee, kannst du knicken. Yes. Ihr seid heute wirklich schwierig. Und dann musst du noch Hausaufgaben machen. So, hat das denn jetzt soweit funktioniert? Sehr schön. So, dann kann die Kleine nämlich nochmal aufs Töpfchen gehen. Dann lässt du die mal gefälligst in Ruhe. Du könntest ja mal die Pfützen hier aufwischen. Und dann geht nämlich die Kleine alleine ins Bett, hoffe ich. So, bitte Hausaufgaben machen. Also mit einem ganz großen Haushalt ist schon stressig, aber ich denke mal, es ist ja auch irgendwann mal machbar, oder? Ach, guck mal, du willst das Futter auffüllen. Sehr schön. So, bei dir hat das Semester angefangen. Vier Stunden reiche eine Abschlussdings, halte eine Präsentation. Ja, aber das kriegen wir ja locker hin. Also ich denke mal, ab 8 können wir die Präsentation halten. Das heißt, du könntest dich jetzt mal schon mal ein bisschen auffrischen. So, was ist bei dir? Du hast ja immer noch das Ding mit der... was ist denn das? Also irgendwie kann ich euch echt nicht sagen, was die hier eigentlich will. Und jetzt lass dich nicht aufhalten, Mann. Kannst du nicht einfach mal nach Hause gehen? Und dann kommt die gleich wieder. Also irgendwie habe ich was dagegen, dass die hier rumgeistert. Ja. Aber fast geschafft, ne? Also weit war es ja eigentlich nicht mehr. So. Der kommt jetzt rauf, begrüßt die. Du musst in die Uni. Und dann machst du dir da auch Notizen. Du könntest ja mal Freundschaften schließen, damit du vielleicht auch mal andere Leute kennenlernst. Und wenn wir die jetzt los. So, tschüss. Nein, da geht's nicht raus. Oh, meine Fresse. Kann ich dich löschen? Ich hab's satt. Und jetzt gehst du nach Hause. Teile recyceln. Warum sollte ich denn die Sim-Dame in...
Ich möchte, dass du nach Hause gehst. Okay. Dann bitte. Ich möchte gerne, dass du heimgehst. Ich hoffe, das macht sie auch. So, hier wird noch fleißig Hausaufgaben gemacht. In 2 Stunden musst du deine Prüfung schreiben. Bahira, Yambala Azig. Er labert hier denn? Oh Mann, ich hab doch gesagt, dass du heimgehen sollst. Also ich weiß nicht. So, du hast dich tatsächlich mal ins Bettchen gelegt. Die Kleine wird jetzt erstmal schlafen müssen, bis sie dann halbwegs ausgeschlafen ist. So, und du, mein Lieber, du sollst eigentlich die Comedy-Fähigkeit verbessern, ne? Hast du das irgendwie nicht ganz so auf dem Schirm, ne? Deswegen kannst du hier mal dich an den Dings stellen und dann. Wieso trinkt ihr den Scheiß dann auch, wenn er nicht schmeckt? Also irgendwann muss man doch daraus lernen, oder? Ich meine ja nur. So. Ich glaube, jetzt haben wir halbwegs wieder ein bisschen Ordnung drin. Ich kann dir nicht helfen bei den Hausaufgaben, ne? Früh zum Kurs gehen. Ah ja, cool. Deine Präsentation hast du ja schon hinter dir. Ich denke mal, du wirst dann wahrscheinlich auch deine Präsentation halten können, wenn du dann von der Uni wiederkommst. Ja, ich denke mal, das geht. Ist sie denn schon so weit? Ja, ausgezeichnet. Dann kannst du die nämlich direkt hinterher halten. So, ich denke mal, den Rest musst du halt eben hinterher erledigen. Spaß hast du zwar nicht, aber früh zum Kurs gehen. Das nennt ihr früh zum Kurs gehen. 7, 6 Minuten. Also, ja, Leute. Also. So, da machst du dir gefälligst Notizen. Du schließt Freundschaft. Bei dir klingelt's. Toilettensandwich. Wir haben Jacob heute erwischt, wie er in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Der kann doch auch. Der muss doch nicht am Klo essen. Also manchmal. Ich weiß nicht, was das immer mit denen soll. Warum bist du wütend? Bitte nicht stören. Putz, Pimmel. Du hörst auf, die Sachen hier zu beleidigen, ja? Sonst fliegst du nämlich auch nach Hause. Ich glaube, ich muss dir eine Beschäftigung geben, ne? Arbeiten oder auch studieren lassen, habe ich das Gefühl. Und tunen müssen wir dich auch irgendwie. Dann bewirb dich mal für Stipendien. Mal gucken, was du da für Sport. Sag mal, warum kommen hier denn alle naslang die Leute vorbei? Naja. Wir haben schon viel Strom und so. Aber ja, gut. So, die Zeit ist reif, Tina. Hat hier jemand einen Nager gesehen? Mit dem Namen Tina? Sag ihm, dass er Don Lerngrab seine Kohle rüberschieben soll, wenn er weiter runter seinem. Er weiter unter seinem Schutz stehen will. Sag mal, was machen die denn da?
Was macht dieser Igel? Ganz schlimme Dinge. So, du bist angespannt. So. Du hast auch schon deinen nächsten Kurs. Wo bist du denn eigentlich? Hier. Wie wär's? Warte mal. Ich gebe dir mal sofortiger Spaß. Dafür geben wir Dings aus. Kann ich dir nicht eigentlich auch einen Dings geben, dass du weniger Spaß brauchst? Stahlblase. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Spaß zu tun, ne? Kaum hungrig, sorglos, sind nie angespannt. Kannst du all deine Merkmale zurücksetzen? Das bringt uns ja eigentlich auch nichts. Ich denke mal, für dich gibt es jetzt erstmal sorglos. Und dann trinkst du dir deinen sofortigen Spaß. Ab dafür. Und dann musst du ja eigentlich auch noch Hausaufgaben machen. Und du machst auch Hausarbeiten, oder was? Oh Mann. Ich weiß nicht, was. Nein, du hörst jetzt auf, die Leute hier anzudingsen. Nein! Also was ist denn mit dem... Was ist denn mit dem los? Der hat kaum Ausdauer, ne? Da müssen wir halt mal ein bisschen wieder tunen. Ach, Mann. Das können wir doch gleich mal erledigen. Da fummeln wir bei dem dann einfach hinten wieder rum. Also wenn dann die Charlie auch nach Hause kommt. Ach, da kommt sie doch angebrettert. Warum ist dein Böppel rot? Ach so, weil du keinen Spaß hast. Und dann kannst du ja danach die Vorführung dir mal angucken. Ihr geht wieder in den Kurs. Sehr schön, da kannst du dir auch Notizen machen. Du machst dir auch Notizen. Wie geht's denn der Kleinen? Die ist noch nicht so arg ausgeschlafen. Warum bist du angespannt? Gefühl der Unsicherheit. Wenn das nicht irgendwann aufhört, ja? Wie wär's, wenn du zuerst... Warte, du gehst jetzt erstmal aufs Klo. Und dann guckst du dir die Vorführung an. So, du machst Yoga von mir aus. Bring dich vielleicht auch mal auf andere Gedanken. So, Hausaufgaben, Präsentation haben wir gemacht. Das heißt, wir müssen dann nur noch nachher mit ihr mal die Hausaufgaben machen. Wieso können wir das denn hier auch verbessern? Kannst du nicht einfach dich mal hier entspannen? Bist du jetzt eigentlich getuned? Und dir geht's jetzt wieder gut, oder was? Wie weit können wir dich denn noch tunen? Brauchen wir dafür noch? Nee, ne? Jetzt ist er doch wieder glücklich. Verbesserungsdaten herunterladen. Das kannst du jetzt auch mal machen. So, es wird auch jetzt endlich mal Zeit, dass hier... ja, dann nimm dir was zu essen.
Ich bin echt froh, wenn er wirklich diese Stufe erreicht hat, die nächste. So, hast du jetzt Freunde kennengelernt oder nicht? Wer bist du? Teenager. Ach, guck mal, die Duan Tala. Hast du noch jemanden kennengelernt, der vielleicht in deinem Alter ist? Anscheinend nicht. Wow, das ist wirklich traurig. Na gut. Aber meine Lieben, es wird Zeit, wieder einen Cut zu machen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ob wir das mit der lieben Nadja dann auch so weit auf die Reihe kriegen, dass sie ihren Abschluss gescheit machen kann. Da machst du am besten mal deine Hausaufgaben. Und dass wir auch diesen im Bestreben hier weiterkommen. Weil wir uns fehlt ja noch ein Gastvortrag. Und dann, was haben wir noch? Und dann geht es ja immer noch weiter, ne? Also, ja. Ich bin mal gespannt, wie das hier noch weitergeht mit den Lieben. Nun gut, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.